Gib mir 2,50 € für 5 Euro, gibt's noch 2 Hero-Kisten dazu. Warte mal, was? Vor allen Dingen, er schreibt's immer wieder in den Chat, was ist... Was? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder auf Durchrasten. Das Ganze hat auch einen relativ wichtigen Anlass. Nämlich haben wir heute neue Test-Supporter bekommen. Ich glaube 4 Stück oder sowas. Auf jeden Fall ganz nice, dass ihr den Server mit unterstützen wollt. Aber es gibt einen Test-Supporter, der ist heute auch mit reingekommen. Also das Video kommt morgen, also gestern ist er reingekommen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Video draußen ist, ist er nicht mehr im Team. Das hat folgenden Grund. Dieser User kam eigentlich relativ sympathisch rüber, als wir das Bewerbungsgespräch geführt haben. Und war wirklich nett und höflich. Aber dieser User hat innerhalb 2 Stunden, also wirklich, er war 2 Stunden im Team und hat 5 Reports gesammelt. Also wirklich, so was, wie kann man denn nach 2 Stunden als Teamler 5 Reports sammeln? Da dachte ich mir auch so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hatten wir einen User, dem wir relativ gut vertrauen können, weil das ein Stammspieler ist. Und dieser User war auch bei dem Supporter, nämlich Did Your Fallout Boy HD. Das ist der Test-Supporter, den ich meine. Und der Test-Supporter verkauft, also wirklich, er verkauft Ingame-Ränge für echt Geld und das billiger. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Jetzt mal wirklich. Und deswegen, das, sowas geht halt einfach nicht. Ich weiß halt echt nicht, wie man auf so eine Idee kommt, sowas zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal einen Undercover-Account und wir, okay, da habe ich kurz zurückgebackt. Da gehen wir mal bei ihm vorbei und gucken mal, was er so anbietet oder was da überhaupt los ist. Also, PHDJ Fallout. Boy, okay. Also, stopp mal, er hat hier sogar Schilder stehen. Yo, bin seit heute im Team und so und verkaufe paar Ränge für Echtgeld, natürlich billiger. Also schreibt mir eine MSG und so. Dieser Typ, der ist doch, oh mein Gott, Alter, wie kann man das denn machen? Also, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Wie kommt man auf so eine Idee, ins Team zu kommen, sich noch Mühe zu geben, eine Bewerbung zu schreiben, die so professionell ist, dass sie selbst Google annimmt und dann so einen Müll zu machen? Also, sowas muss man echt nicht verstehen. Ich würde sagen, wir schreiben ihn einfach mal an. MSG, hey, du bist neu im Team, oder? So nicht doer, sondern oder. Das wäre ja nochmal fast schief gegangen. Wir schauen uns mal in der Zwischenzeit seinen Plot an. Hier ist halt echt nicht viel. Ein kleiner Garten, das plötzlich relativ nice ist auf jeden Fall. Aber sowas geht halt trotzdem. Na, ja, wie alt bist du? Nein, warte mal, stimmt, wir haben ja ein Mädchenskin. Oh mein Gott, okay. Ich bin, wir sagen mal, ich bin 14. Ich bin 14 Jahre alt. Und du so? Also schreibt mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Oh, okay, bin 16. Also mich würde es echt mal interessieren. Stellt euch vor, ihr habt einen Server, werdet Serverbesitzer oder Admin oder was auch immer. Und dann habt ihr einen Test-Supporter, der wirklich professionell ist und dann sowas abzieht. Alter, das muss man echt nicht verstehen. Und du verkaufst billiger Ränge? Oder wie soll ich das verstehen? Jupp, so sieht's aus. Hast du die Ränge von SkyGuy bekommen? Vor allen Dingen, wie will er das denn machen? Er hat nicht mal Test-Supporter Zugriff auf den Shop. Also er kann da gar nichts machen, ne? Ja, ist alles mit SkyGuy und Nutzenox abgesprochen. Was ein Bullshit. Warte, nein. Er hat geschrieben, ich verkaufe Ränge günstiger als der Dura-Shop. Bei Interesse kommt vorbei. PS ist mit SkyGuy abgesprochen. Nein. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Wieso schreibst du das in den öffentlichen Chat? Nein, 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 nein. Das ist nicht mit SkyGuy. Es ist auch nicht mit mir abgesprochen. Naja, damit ich Kunden bekomme. Aber du hast doch nicht mal Zugriff auf die Ränge. Was ist denn los bei dir? Hatten wir sowas schon mal im Team? Ich glaube, Wilkohl hatte das einmal, aber da war da kein Test-Supporter mehr. Dann war das, glaube ich, schon ein Supporter und der ist dann auch rausgeflogen. Aber sowas geht halt trotzdem nicht. Das ist das Allerletzte. Es ist mit SkyGuy abgesprochen. Was denkst du denn? Ich glaube dir nicht, dass das mit SkyGuy abgesprochen ist. Was bringt es SkyGuy denn? Vor allen Dingen er, okay, Sysman hat den Chat geklärt. Sowas muss man doch nicht verstehen, also wirklich. Das, Alter.
frisch im Team und direkt sowas. Muss man echt nicht verstehen. Vor allen Dingen, hier sind schon so viele User. Musst du ja nicht, ist mir egal, solange Wilco sagt, es ist okay. Wilco hat das natürlich nicht gesagt, aber er behauptet es ja. Und wenn Wilco sowas sagt, also sollte das wahr sein, dann wüsste ich davon. Aber sowas ist halt kompletter Bullshit. Da bist du dir zu 100.000 Millionen. Ich setze einfach unendlich Nullen dran, ne? Sicher. Alter, der Skin ist aber auch nice. Aber wie gesagt, ich sag dazu nichts. Was denkst du denn? Ist ja wohl klar. Okay, und wie teuer ist der Premium-Rang bei dir? Gib mir 2,50 Euro. Für 5 Euro gibt's noch 2 Hero-Kisten dazu. Warte mal, was? Vor allen Dingen, er schreibt's immer wieder in den Chat. Was ist... Was? Und das funktioniert wirklich, sagst du? Zur Info nochmal, ich habe mit den Moderatoren von uns gesprochen. Heißt, dieser User, beziehungsweise jetzt noch Teammitglied, wird einfach nicht so von den Teamern jetzt gebannt, sonst er wäre schon lange gebannt gewesen und aus dem Team. Aber ich habe gesagt, ich kläre das, ich mache da ein geiles Video noch raus. Deswegen bann den mal nicht weg. Beeil dich, ich habe einige Kunden. Und wo muss ich dir Geld geben, theoretisch? Wie gesagt, sowas muss man einfach nicht verstehen. Und los, jetzt gib PayPal oder PSC. Okay, nee, das geht mir jetzt echt schon zu weit. Also, ich wechsle kurz ganz schnell den Minecraft-Account. Dann bin ich mit meinem Hauptaccount hier und dann werden wir das Pod auf jeden Fall verschönern und das Teammitglied rauswerfen. Sonst kick, wenn du nur meine Zeit verschwendest. Warte mal, er will unter seine Rechte abusen. Okay, ich wechsle kurz den Account. Wir sehen uns sofort wieder. Ich bin jetzt auf jeden Fall mit meinem Hauptaccount auf Durchrasten und ich würde sagen, wir gehen direkt zu ihm. TPO... wieso tappe ich jetzt durch? Das ist ja komplett. DJ noch was hieß der? TPO, DJ. DJ, okay, so. Alter, Junge, was ist denn los bei dir, Mann? Ich verkaufe Ränge günstiger als der Adugashow. Junge, ich schreibe halt durchgehend rein, Mann. Was ist denn Feier? Junge, ich baue dieses Schild jetzt erstmal ab, Alter. Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. DJ Fallout. Oh mein Gott. Hey Lukas, kannst du mir das vielleicht mal erklären? Ja, sowas muss man halt einfach nicht hinterfragen. Ich meine, auf die Idee kommen, sowas zu machen, ist halt schon echt das allerletzte. Naja. Wovon redest du? Spiele mit Usern. Ah ja, okay. Nee. sowas muss man nicht verstehen. Das erste, was ich machen werde, ist LP-User. DJ Fallout Boy Parent Remove Testoporter. Und da wirst du keinen Testsupporter mehr. Das ist schon mies, oder? So, jetzt machen wir folgendes. PI? Okay. Okay, das ist auf jeden Fall sein Plot. Ich würde sagen, ich schaue mich mal hier um. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt meinen, dass wir seinen Plot deleten. So, ich meine, er kriegt eh einen Permaban, davon abgesehen. Aber, naja, wir müssen jetzt seinen Plot ja nicht noch zerstören. Ich meine, auf seinem Plot war ja jetzt keine Raketen, bis auf diese Schilder da. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Naja, wo ist der überhaupt gerade hin? TPO, DJ Fallout. Leute, er hat immer noch den Test, warte mal. Parent, Remove, Test Supporter. Okay, er hat jetzt auf jeden Fall seinen Rang nicht mehr. Ich hatte da einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hatte er noch eine andere Untergruppe und deswegen funktionierte das nicht so, wie es geplant war. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall seinen Rang nicht mehr und, ja, sowas gibt wie gesagt gar nicht. Schreibt eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. DJ Fallout Boy, du bist gleich gebannt. Ja, das ist er definitiv. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt auch bannen. P-Bann, DJ Fallout Boy mit Hausverbot. Dir dann noch einen angenehmen Tag. Ich habe wie gesagt eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Und dann sehen wir uns von einem neuen Video morgen wieder. Oder auf Durchrasten. Bis dahin, haut rein.